Und wir schauen direkt nach Genf, denn da ist Außenministerin Annalena Baerbock inzwischen angekommen zur Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates. Die hatte man übrigens einberufen, auch auf Initiative Deutschlands, denn das Ziel ist, man will ein Zeichen setzen gegen die Misshandlung von Demonstranten im Iran. Hören wir direkt rein. Right to assembly and peaceful protests are most basic, most essential human rights in any society around the world. It is our duty to defend these rights here. No one else will be, at least not at the UN, if we don't do it. Und jetzt mache ich weiter auf Deutsch. Wir können hier heute als Mitglieder im Menschenrechtsrat Flagge zeigen gegen das Unrecht von Irans Regime. Seit dem Tod von Jina Mahsa Amini wird Gewalt gegen Iranerinnen und Iraner täglich brutaler, geht immer weiter, insbesondere in kurdischen Regionen. Unser tiefster Respekt gilt daher den Frauen, den Männern, den Jugendlichen und Kindern, die tagtäglich und auch in der Nacht ihre Stimme erheben. Sie zahlen den höchsten Preis für ihre Rechte. Zu Hunderten getötet, zu Tausenden verhaftet, zu Millionen unterdrückt. Ich kann mich selber daran erinnern, wie oft ich auf einer Demonstration gewesen bin. Als Mutter, als kleine Tochter, als Mutter von zwei Töchtern. Und diese Bilder, die wir tagtäglich spüren, und daher ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass wir heute hier als zwei Außenministerinnen mit Kindern stehen. Die gehen nicht nur unter die Haut, sondern verdeutlichen, was dieses Recht auf freie Demonstration in unseren Gesellschaften bedeutet. Und dass man es eigentlich gar nicht nachvollziehen kann und dass das Wort Respekt und Mut vor den Iranerinnen und Iranern gar nicht ausreicht, wenn man sich selber vergegenwärtigt, wie man selbst auf eine Demonstration geht. Wenn ich früher auf eine Demonstration gegangen bin, dann habe ich manchmal meine Tochter im Kinderwagen dabei gehabt. Und selbstverständlich bin ich irgendwann wieder zurückgekommen. Aber das, was wir jetzt erleben, ist, dass eine Siebenjährige, als sie auf dem Weg zum Gebet ist mit ihrer Großmutter, erschossen wird. Hasdi Narui, 8 Tage vor ihrem 7. Geburtstag, ein Kind, wie es unser Kind sein könnte, wurde in Balochistan getötet, weil sie auf der Straße war. Oder die Tochter von Feres Diamandis, deren Bild ebenfalls um die Welt gegangen ist, weil ihre Mutter, so wie Millionen Mütter sonst zu Demonstrationen gingen, weil ihre Mutter im Iran auf einer Demonstration war, kniet diese kleine Tochter im Staub und schreit zum Himmel, weil ihre Mutter einfach nur frei sein wollte und frei demonstrieren wollte. So wie wir es tagtäglich in Demokratien rund um die Welt tun können, ohne in der Angst zu sein, dass unsere Kinder den Tod ihrer Mütter betrauern müssen. Die Protestierenden, die Toten, die Kinder der Toten haben keinen Sitz im Menschenrechtsrat. Aber sie haben eine Stimme auf den Straßen Irans. Sie haben keine Stimme hier vor den Vereinten Nationen. Der Menschenrechtsrat wurde aber geschaffen, um die Stimme der Menschen zu sein, deren unteilbare Rechte bei ihnen zu Hause verwehrt werden. Daher haben wir gemeinsam eine Resolution eingebracht, um heute einen Mechanismus zu beschließen, der Beweise für Menschenrechtsverletzungen sammelt, aufarbeitet, damit die Verantwortlichen des iranischen Regimes irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden können. Heute zählt jede Stimme. 50 Staaten haben die Resolution mit uns eingebracht, aber nur die Mitglieder des Menschenrechtsrats können heute entscheiden. Entscheiden, ob wir als Weltgemeinschaft zusehen, wenn unschuldige Menschen, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Kinder ermordet werden, oder ob wir gemeinsam handeln. Good morning, everyone. At the request of Iceland and Germany, the Human Rights Council convened today to discuss the human rights situation in the Islamic Republic of Iran, following the death of Jina Mahsa Amini last September. We are deeply concerned
over reports of brutal oppression of the protests and apparent human rights violations by Iranian authorities, not least against women and children. It is clear that the Human Rights Council must address this unacceptable situation immediately. The attention should be on the rights to freedom of opinion and expression, freedom of assembly, and other fundamental rights of the country. Soweit also die Außenministerin Annalena Baerbock in Genf. Dort hat man ja die Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates einberufen auf Initiative von Deutschland und Island. Und laut Annalena Baerbock wäre das jetzt die Möglichkeit, Flagge zu zeigen gegen das Unrechtsregime im Iran und vor allem auch die Stimme derjenigen Menschen zu sein, die im Iran für ihre Rechte kämpfen und dafür wirklich teilweise misshandelt oder eben sogar auch getötet werden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.